Hallo zusammen und herzlich willkommen im WinKids Livestream vom 5. Juli. So schön seid ihr heute Morgen bei uns. Wir haben uns mega gefreut. Und wisst ihr warum? Heute haben die Sommerferien angefangen. Also, technisch gesehen schon am Freitag. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Mir denkt, das ist eine kleine Sache mit diesen Sommerferien. Dann fiebert man so lange drauf her und freut sich, jetzt sind sie endlich da. Und noch 2 Wochen, und noch 1 Woche, und noch 5 Tage. Und dann auch noch 2 Mal in die Schule, noch 1 schlafen. Und dann sind sie da und dann merkt man, jetzt ist alles vorbei. Für die von euch heisst das die Klasse, die ihr jetzt mit einer langen unterwegs war. Vorbei. Oder vielleicht die beste Lehrerin, die ihr je hatte. Und jetzt ist wie, hat man Tschüss gesagt und Geschenke übergeben. Und jetzt ist vorbei. Und für andere von euch ist vielleicht mehr so das Gefühl im Bauch, so, was kommt nach den Sommerferien? Vielleicht seid ihr in einem neuen Schulhaus. Oder es gibt eben eine neue Klasse. Oder nur die Lehrerin hat, oder der Lehrer hat gewechselt. Oder irgendwie. Und man weiß noch nicht so recht. Aber jetzt sind ja die Sommerferien. Und Corona, und man weiss nicht. Und das ist völlig okay. Mega viel haben die beiden Gefühle in sich. Einerseits haben sie Freude, ja, es sind Sommerferien. Und andererseits ein bisschen Tschüss sagen. Nicht wissen, wie kommen die anderen zurück nach den Sommerferien. Vielleicht zögert noch jemand. Und das ist wie mega schön, weil Jesus begegnet uns genau hier. Und manchmal ist das Chaos ein bisschen. Das ist wirklich wie ein Knusch, das man hat. Und man ist wirklich so mit hin und her. Und jetzt, ich habe heute einen besonderen Gast, der hat mich mega gefreut. Und da kann ich wirklich nur sagen, juhu! Ja! Jassi! Ja! Kennst du das auch mit diesem Knusch? Ja, das hatte ich jetzt auch gerade. Willst du uns etwas erzählen? Ja! Ich habe jetzt geht meine erste Freundin geht aus dieser Klasse raus. Scheiss nicht. Entschuldigung, Alter, das ja, ist doof. Und jetzt habe ich eigentlich habe ich mich mega gefreut auf die Sommerferien und jetzt ist alles anders. Und was machst du jetzt? Ja, jetzt habe ich mega viel nicht rennen. Aber ja, aber es kommt dann schon gut, gell? Und das Zimmer ist auch noch genug. Okay, dann haben wir jetzt viel Zeit zum Aufräumen, gell? Ja, das stimmt. Hey, ja, sie weiß, also wir sind ja voll in der Apostelgeschichte, gell? Aha. Ja, genau. Sagen? Ja, wir machen jetzt heute weiter in der Apostelgeschichte und jetzt kommt tatsächlich, also in der Nähe von dort, wo wir gsi sind, ist jetzt tatsächlich eine Geschichte, wo definitiv jemand ein Genusch gemacht hat. Oh, wirklich? Gibt's das in der Siedl? Ja, das gibt's zum Beispiel eben dort. Oh, okay. Und weißt du, was, ja, sie haben eine gute Nachricht für dich. Was denn? Die gute Nachricht ist, in dieser Geschichte, die ich heute erzähle, hat jede Person, sogar jede Nebenrolle, einen Namen. Du musst keinen erfinden. Oh, das ist ja gut. Weil jetzt kann ich sowieso nicht so gut studieren, weil es ist ja Ferien. Ja, also, kannst du gleich noch studieren. Ja, dann nicht so gut. Aha. Also, los. Also, in dieser Geschichte ist es so, es geht wieder um Paulus. Er ist mit Barnabas zusammen auf eine Missionsreise losgegangen und sie sind auf Zypern gekommen. Ah, oh, das gibt es ja heute noch. Ja, also die alle Orte, die es dort immer wieder davon heisst, die gibt es alle heute noch. Einfach zum Teil heissen sie jetzt einfach anders. Aha. Zum Beispiel, mega lustig, findest du sicher super, die Hauptstadt von Zypern damals, dort ist nämlich der Paulus zuerst angegangen, hat Salamis geheissen. Was? Salami? Ja, also Salamis mit S am Schluss. Ah, haben die Salami erfunden? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt habe ich das nicht mehr nachgeschaut. Aber auf jeden Fall, sie sind dort in die Synagoge und sind dann aber weitergegangen auf Paphos. Barfuß? Nein, nicht Barfuß, Paphos. Ja, die laufen dann sicher alle ohne Schuhe rum, gell? Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es vom Barfuß kommt. Also ich sage dann jetzt Barfuß. Ah, also. Auf jeden Fall, dort in diesem Paphos, dort hat ein Stadthalter gelebt. Was ist das? Ein Stadthalter, der war dort zuständig für, dass dort alles in geregelten Bahnen läuft. Er hat dort geschaut, hat geregiert und hat einfach zum Rechten geschaut. Aha, okay. Und der hat also einen Namen gehabt? Ja, der hat Sergius geheissen. Aha,
Ist zwar nicht sehr spannend, Anna. Ich hatte dessen gehabt. Also, weiter. Auf jeden Fall hat eben der Sergius, der hat dort zum Rechten geschaut und der hat noch ganz viele andere Leute bei sich gehabt, zum Beispiel der Elimas. Oh, das ist jetzt schon mal ein bisschen besserer Name. Der Elimas, das war ein Zauberer. Oh, Zauberer! Hey, ich kann voll aus Zauberer, gell? Soll ich es euch zeigen? Ich habe sehr, sehr gute. Ja, er war ein bisschen ein anderer Zauberer. Was? Hätte es noch besser als ich können? Ja, einfach ein bisschen anders. Du machst ja deine Zaubertricks. Was hast du für einen? Ja, nicht so Jaskarte. Weißt du, es ist mega cool. Ich kann sich dann. Nein, jetzt haben wir keine Zeit für das. Ah. Okay, dann halt. Ich könnte einen mega guten. Ihr würdet nie alles drauf kommen. Also, eben, zum Beispiel jetzt im Zirkus oder so, der Zauber, der macht das ja wie du, oder? Der tut den Zaubertrick üben und so. Und dann kommt man nicht raus, wie ist jetzt echt das gegangen und er kann es mega gut und kann auch Sprüche dazu sagen, Akadabra und so. Ja, genau. Aber der Zauber, der dort war, beim Sergius, der hat eben ein anderer Zauber gewesen. Der hat zum Beispiel mit Mächten, die nicht so, wo eben nicht mit Gott zusammen gespielt haben, hat er zusammen geschafft, sozusagen. Und er hat immer irgendwie Zeug gemacht, was einfach Gott nicht so gefallen hat. Immer ein bisschen gegen das Zeug. Oh! Oh, von dann hat ja der ein bisschen Angst gehabt. Ja, also, jetzt hören wir mal die Geschichte fertig hören. Okay, also es war nicht so eine Liebe? Ja, vielleicht war es schon eine Liebe, ich weiß es nicht. Okay, also weiter. Also, auf jeden Fall ist der Paulus und der Barnabas, die sind von dem Sergius eingeladen worden, weil der hat sich sehr interessiert, was der Paulus und der Barnabas da alles könnten erzählen, weil er hat schon gehört, die erzählen von einem Jesus und so, und er hat das spannend gefunden. Ah, das hat ich auch spannend gefunden. Eben, und darum hat er die eingeladen. Und dann sind sie also gekommen, und der Elimas, weil der ja eben, der hat das wie gespürt. Die bringen etwas, das irgendwie nicht gleich ist, wie das, was er bringt. Und der hat ein bisschen Angst gehabt, dass er plötzlich seine Macht verliert oder dass der Sergius nicht mehr so sich für ihn interessiert. Oder auf jeden Fall, ihm hat das gar nicht gepasst. Wieso denn? Ja, eben, weil der hat mit anderen Mächten zusammen geschafft, nicht mit Gott. Oh, konisch, also sehr konisch. Ja, und jetzt muss los, was passiert ist. Da ist also der Paulus gekommen und hat gesagt, hey Sergius, ich habe dir mega viele gute Sachen zu erzählen, weil ich so viele coole Sachen schon erlebt. Und dann hat der Elimas gesagt, nein, du hast gar nichts zu erzählen. Nein, Sergius, das ist gar nicht gut, was du erzählst. Das ist mega langweilig und so. Oh, das stimmt ja gar nicht. Ja, der hat eben wollen, dass der Paulus nicht erzählt. Und dann hat der Paulus wieder gesagt, doch, Elimas, du weißt genau, ich habe sehr wichtige Sachen zu erzählen. Und so hat der Elimas noch mehr Angst bekommen und hat immer gesagt, nein, hey, Sergius ist mega blöd, was der will erzählen. Das ist überhaupt nicht wichtig, überhaupt nicht spannend und so weiter. Und irgendwann ist das dann einem Paulus auf einen Keks gegangen. Oh, okay. Ja, das wird mich also auch sehr nerven. Du hast etwas erzählen und der andere macht immer einen Strich durch die Rechnung. So ein Chaos an der Nacht. Gell. Auf jeden Fall hat dann der Paulus ihn irgendwann scharf angeschaut und hat gesagt, Elimas, wann hörst du auf, uns da einen Strich durch die Rechnung zu machen, da so ein Chaos anzurichten? Wann hörst du auf, immer extra das kaputt zu machen, was Gott am Machen ist? Wenn du das gemacht hast, Elimas, wirst du eine Zeit lang das Licht von der Sonne nicht mehr sehen. Oh, dann ist er blind geworden. Ja, er ist auf der Stelle blind geworden. Oh, Kacke. Hey. Ja, das ist doof. Das ist mega doof. Der Elimas, der ist schön verschrocken. Er hat gerade gesagt, Hilfe, helfen mir, ich sehe nicht mehr. Und er hat Hilfe gebraucht, dass er nicht überall in die Sachen reingelaufen ist und so. Oh. Okay, jetzt hat die doch keine Angst mehr von Elimas. Warum? Ja, offensichtlich hat er keine Chance gegen Gott. Nein, er hat keine Chance gegen Gott. Und ich glaube, Gott hat einfach dem Elimas zeigen. So, Elimas, also irgendwann mehr ist genug. Wenn genug ist, ist genug. Genau. Gott ist nämlich stärker, weißt du? Genau, das hat Gott dort zeigen. Und der Sergius, der war völlig beeindruckt. Was?
Gott hat sogar mein Elimas, der so viel Macht hat, der so viele Zaubertricks und Zeug und Sachen drauf hat, der hat sogar etwas ausrichten können. Du, der Sergius, der hat sofort höchsten Respekt vor Gott gehabt. Krass, sehr krass. Gell? Und somit ist der Sergius, der hat sich dann auch für Jesus entschieden und hat sich noch ein paar Mal wahrscheinlich mit Paulus getroffen, solange er da war. Und was ist mit Elinas passiert? Das steht eben nicht mehr in der Bibel, was mit dem passiert ist. Also, der Paulus hat ja gesagt, einfach ein Zeit lang wird er die Sonne nicht sehen. Nein, Gott hat ihn dann doof gefunden. Also weißt du, Jassi, ich glaube, Gott hat alle Menschen gern. Ich glaube, er liebt von ganzem Herzen auch den Elimas. Mega! Ob jetzt der das so gemacht hat, ob der immer Gott einen Strich durch die Rechnung gemacht hat oder nicht, das hat nichts damit zu tun, ob der Gott ihn gern hat oder nicht. Aber er hat einfach gezeigt, hey, stopp, ich bin da der Chef und gegen mich hat keine Chance. Oh. Also zum Glück, liebe Kids, stehen nicht auf der Seite von Gott, kann ich da dazu noch sagen. Ja, das stimmt. Das ist, wir sind nämlich sicher auf der sicheren Seite. Ja, das kann man so sagen. Oh, jetzt hat sie ja den gleichen Trick noch gehabt. Ich habe die Jaskarte nicht da. Das ist jetzt ein Seich. Es hat jetzt so gut. Weißt du was? Ich glaube im Fall, Gabriela hat im Fall eben so ein Trick, den man üben kann. Oh, yeah. Wirklich? Hey, Jassi, ich zeige dir jetzt etwas. Hast du die Jaskarte dabei? Nein, aber es ist ein anderes cooles Trick. Oh, und für das brauchen wir. Ein Tower. Ich habe einen Deckel mitgenommen, weil es mein einziger farbiger Tower ist, dass man auch etwas sieht. Das ist nämlich ganz wichtig bei dem. Nähren. Muss ich da gut schauen, was habe ich alles mitgenommen? Salz. Kennt ihr Salz? Haben alle daheim? Ja, kenne ich. Also wir tun da ein bisschen drauf. Keine Angst, wir tun nicht kochen. Was schade. Wir können es fast meinen, gell? Ja. Und dann eine Pfeffermühle. Wer hat alles Pfeffer daheim? Ich? Honey. Alle haben Pfeffer daheim. Ja. Also, tu jetzt mal ein bisschen würzen. Teilwürzen. Ja, gell, vielleicht musst du einen Beiss nehmen. Du weißt nie, was meine Trickchen sind. Oh, jetzt müssen wir mal schauen, King. Seht ihr da das Knusch? Salz, Pfeffer, alles quer durcheinander. Denkt ihr, wir können das einfach so trennen? Nein, niemals. Geht nicht. Kannst du mal anfangen, die Salzkörnchen rauslesen und vom Pfeffer trennen? Also, das ist ja Hennefies. Das geht doch gar nicht. Das ist so. Aber ich bin bewaffnet. Oh, krass. Ein Plastiklöffel. Ich habe sicherheitshalber zwei mitgenommen. Und Debo, musst nicht Angst haben, es sind nicht meine Plastiklöffel. Ich bin sie extra zur Nachbarin auslehnen. Und Sophie, du hast auch nicht gerne Plastik, das weiss ich. Ja. Aber für dieses Trick braucht man einen Plastiklöffel. Und man braucht... Ich habe noch etwas mitgenommen. Was? Schocki? Nein, schmeckst du es schon? Du mal raten. Chili? Nein. Eine Kaffeemaschine? Oh! Eine Wollensocke. Er ist aber noch nicht gedreht. Ich weiss nicht, es geht auch mit gedrehten Socken, aber es schmeckt etwas weniger gut. Ja. Wichtig ist, dass wir jetzt den Plastiklöffel laden mit der Wolle. Weil, du siehst jetzt gleich warum, ich zeige dir, wie man das trennen kann. Gut treiben. Okay. Ein bisschen wie beim Ballon. So. Jetzt müsst ihr gut heranschauen zu meinen Körnchen. Und das da kippen, dann fahre ich ganz leicht mit dem Löffel drüber. Fahren. Oh, seht ihr es? Siehst du es? Ja. Schau mal! Das sind alles Pfefferkörnchen. Wenn ich jetzt das ganz manchmal wiederholen würde, dann würde man dann hier könnte alle Pfefferkörnchen trennen von den Salzkörnchen. Krass! Weißt du, warum ist das? Nein. Weil die Ladung des Löffels, die zieht jetzt die kleinen bisschen an und der Pfeffer ist eben etwas leichter als der Salz. Und darum kommt der Pfeffer zuerst rauf und das Salz ist etwas schwerer, das bleibt liegen. Könnt ihr es mal ausprobieren daheim. Ich bin sicher, ihr findet die Sachen. Und sonst geht ihr wie ich zur Nachbarin läuten. Gute Idee, das mache ich heute. Bist du zufrieden mit meinem Trick? Ja, das ist gut. Das zeige ich dann auch daheim. Also, sehr gut. Die werden Hörner beeindruckt sein. Ja, das glaube ich. Jetzt ist es so. Wir haben gedacht, vielleicht das Knurschen von Salz und Pfeffer oder das Gefühl, etwas kann man einfach nicht aufräumen. Habt ihr das auch schon gehabt?
Manchmal mit einer Lego-Kiste, wo einfach mittlerweile sind noch Playmobil drin und Barbie hat es auch noch. Und dann ist noch Kräuli sie drin gelehrt. Und so einfach am Schluss ist es ein Kasse, und zwar gehen wir um das Zimmer auf. Es ist fast unmöglich. Oh, yeah. Kennst du das Problem? Ja, yeah, ja, yeah, zu genügen. Und darum haben wir gedacht, wir geben euch als Aufgabe, dass ihr als Familie neume, wo ein Knosch ist, aufräumen. Das kann eben eine alte Spielzeugkiste sein. Da müssen wir uns mal fragen, vielleicht hat sie eine Noschi-Schublade. Die meisten Mütter haben in der Küche neume eine Schublade, wo ganz viel Plunder drinnen landet. Sei das Gummeli oder Büroklammern, Stifte, Klebefeuerzeug, Gesundhölzchen, dann jetzt noch Täffeli-Ketschgummi, irgendetwas, das ist reingeraten und das meiste ist schon älter, als es sollte sein. Und noch ein Päckchen Zucker, das sie mal aus dem Kaffee mitgenommen haben oder so. Sonst fragen die Mami, ob ihr diese Kiste oder diese Schublade zusammen aufräumen wollt. Einfach ein Aufräume-Projekt, damit ihr merkt, wie das ist, wenn nicht mehr Ordnung reinkommt. Und für die von euch, die jetzt im Bauch noch ein bisschen Knosch haben, mit all diesen Gefühlen von «Yay, Sommerferien», aber allen Freunden «Tschüss» sagen, dann sehe ich sie so lange nicht. Und «Yay, die Ferien gehen» und «Oh nein, meine Katze ist allein daheim». Oder «Juhu, nach der Sommerferien kommt, kann ich endlich in die Schule, aber oh nein, ich muss im Kindergarten «Tschüss» sagen, ich weiss nicht, wie das ist». Alle die, die einfach denken, «Hühnerfried, es ist Sonntagmorgen». Es ist schönes Wetter draußen, yay, aber das Bett ist so warm, yay. Die dürfen auch mitmachen. Wir machen jetzt zusammen ein Soaking. Das ist etwas, was wir bei den Winkids schon viel gemacht haben. Die Grösseren von euch, die kennen das schon, die Kleineren vielleicht noch nie. Und bei einem Soaking, wir machen es so, dass wir in eine Bibelstelle reingehen. Das wird mega spannend. Und wir brauchen unsere Vorstellungskraft, weil wir glauben, als Kind von Gott ist unsere Vorstellungskraft ein Teil der neuen Schöpfung. Und dann können wir uns Sachen vorstellen. Und für das brauchst du jetzt ein Küssi. Irgendetwas, wo du dir das bequem machen kannst. Dann kannst du deine Schuhe abziehen und dann legst du am Boden. Am besten schaust du, dass niemandem ankommt. Wir sagen, alle Armesweite tut man niemandem ankommen, weil die Schwierigkeit ist, ein bisschen miteinander zu kutzeln. Aber wenn das mehrere zusammen machen. Aber ich sage den Winkids Alben, jetzt ist ein heiliger Moment. Und das ist ein bisschen schwierig, weil manchmal haben wir es lustig, es ist wild, und wir tanzen, und es ist Zeug und wir sind alle lebendig. Und dann sage ich, aber jetzt wechseln wir wechseln in einen heiligen Moment. Und dann nehmen wir ernst. Das geht nicht mega lang. Wir geben uns Mühe, dass ihr nachher haben mit dem Konzentrieren. Aber es ist wichtig, dass ihr es ernst nehmt, wenn ihr es weit machen wollt. Wenn ihr lieber sagt, jetzt ist wirklich gerade nicht ein heiliger Moment, dann dürft ihr auf Pause drücken und später nachhören. Oder im Laufe der Woche mal nachhören. Aber alle, die irgendwie mögen, nehmt euch ein Küssi, macht euch es bequem. Und ich habe Hilfe hier von Hannes, von der Band, die dann näher spielt, im Ganzen, im GD, wo offen die ganze Familie ist. Und er macht uns ein bisschen Musik. Und jetzt gebe ich euch schnell 10 Sekunden Zeit, um es bequem zu machen. Und im Stream seht ihr jetzt ein Bild. Das ist einfach der Hintergrund, weil ihr müsst mich nicht unbedingt sehen, dass ihr euch besser konzentrieren könnt. Ihr dürft die Augen zutun, tief durchschnaufen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, vielleicht liegst du auf einer Wiese oder hockst auf einem bequemen Stuhl. Und dann nimmst du deine Bibel vor. Und schlägst sie dort auf, wo Antonia die Geschichte hat erzählt. Und wie du so auf die Buchstaben schaust, werden sie immer grösser. Und du tauchst ein und langsam hörst von weitem Stimmen. Und es wird immer lauter. Es ist ein bisschen wie wenn du auf einem Karussell wärst. Und es ist laut. Und es geht zu. Vielleicht blökt nicht mehr ein Geiss oder es kreit ein Gökl. Und du bist wie mitten auf dem Merit, wo der Paulus war. Und vielleicht fliegen noch Fetzen von Gesprächen um dich herum, Erinnerungen von dieser Woche, Zeug, das war, was noch sein muss, und es ist wild und ein bisschen unruhig. Und plötzlich merkst du, wie die Geräusche alle wieder leise werden. Und jemand kommt auf dich zu. Und ohne zu wissen, wie er aussieht, weisst du, das ist Jesus. Jesus kommt.
und du spürst, wie mit ihm, wie ein Magnet, wird alles ruhig. Jesus ist da. Inmitten von all dem ist er eine Insel, eine Ruhe. Jesus weiss jedes Gefühl, das du hast von dieser Woche hast. Jeden Gedanken. Du musst ihm nichts erklären. Vielleicht springst du ihm freudig in die Arme. Vielleicht bist du etwas zögerlich. Das ist okay. Vielleicht sagt Jesus, komm, wir gehen zusammen ein paar Schritte. Und es ist, als wäre seine Gegenwart so intensiv, dass einfach alle Stimmen drumherum sind leise. Vielleicht lehnst du ihn ein bisschen an und er legt den Arm um deine Schultern. Ich bin da, sagt er. Jesus ist da. Dort, wo du am Boden liegst. Dort, wo du den Livestream hörst oder schaust. Hier bei uns im Studio. Er ist hier. Und er weiss. Und nicht nur weiss er alles, was war. Er weiss sogar, was nach den Sommerferien kommt. Vielleicht gibt es etwas, das dich mega Wunder nimmt, wo du Jesus fragen willst. Darfst du ihn fragen? Die Antwort von Jesus, die hörst du in deinem Herz. Wir sagen, aber es ist das Erste, was in meinen Sinn kommt, weil der Heilige Geist ist der Schnellste. Wir haben es vorhin gehört bei Yassi. Gott ist der Stärkste. Er ist der Schnellste. Niemand ist so schnell wie er. Und Gedanken von ihm sind die Schnellsten. Ich bin da. Sagt Jesus noch einmal. Und vielleicht hast du Fragen, was der, wie der das gehen soll und wer der dann schaut und wer ist der denn da und denke ich an alles. Und Jesus sagt, mein Versprechen, das, was dir Sicherheit gibt, ist, ich bin da. Und ich bin auch nach der Sommerferien da. Jeden einzelnen Moment. In der neuen Klasse, wenn vielleicht im Schulzimmer es laut ist wie auf dem Merit von Paulus, sagt Jesus, ich bin da. Ich bin die Konstante. Ich bin der Friede. Und du hast seine Hand und merkst, wie langsam es geht oben lauter wird um dich herum. Vielleicht blöckt noch einmal ein Geiss oder ein miaut ein Büssi oder schießt dir jemand einen Lego-Stein an, weil du wieder in deinem Wohnzimmer bist. Aber du spürst gerne noch seinen Händedruck, weil Jesus ist da. Und mit dem entlassen wir dich in die erste Ferienwoche. Euch als Familie entlassen ist ein bisschen das falsche Wort, weil in ein paar Minuten geht es hier weiter. Mit dem Vineyard-Gottesdienst, wo alle noch weiter schauen können. Aber es gibt schnell ein Päuschen. Aber denk daran, Jesus hat deine Hand. Und er sagt, ich bin da. Ich bin die Ordnung. Ich bin die Ruhe. Ich bin die Ruhe. Ich bin der Frieden. Egal, was um dich herum kreiset. Ich bin da. Amen. Tschüss zusammen. Und bis nächsten Sonntag. Thank you.
Liebe zu dir. Es ist Zeit, ja, es ist Zeit. Oh, ich sage ja zu deiner Liebe. Empfahl, was du uns versprochen hast. Ich sage ja zu deiner Liebe. Fahr.
Guten Tag an diesem ersten Sonntag im Juli. Ich freue mich, mit dir zusammen Gottesdienst zu feiern, Gott unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen, uns von ihm inspirieren und berühren zu lassen und gleichzeitig zu hören, was er in uns und durch uns tun will. Dieser heutige Gottesdienst, da werden wir einige coole Sachen miteinander erleben. Ich freue mich auf die Zeit der Anbetung mit Audiel, aber nicht nur werden wir mit Ihnen anbeten, Sie haben einige der Songs, die wir in den vergangenen Monaten miteinander in der Anbetung immer wieder gesungen haben, aufgenommen und wir werden auch darüber etwas hören. Danach werden wir in diesem Gottesdienst auch die Familie Weber sehen. Sie werden mit mir zusammen die Predigt gestalten, Webers, die in Moldawien leben und einfach dort erleben, wie Gott sie braucht, um sein Reich sichtbar zu machen. Und so freue ich mich, dies mit dir zusammen an diesem Sonntag zusammen einfach zu erleben. Schön bist du hier dabei, ganz besonders, wenn du zum ersten Mal bei uns reingeschaut hast oder reinschaust, das freut uns sehr. Ich begrüße dich aber auch, wenn du zu Hause oder von unterwegs diesen Gottesdienst feierst, ob alleine oder mit anderen zusammen an einem Streaming Point. Das ist richtig schön. Gestern haben wir die Eröffnung des ersten Obergeschosses in unseren Räumen hier mitten im Zentrum von Bern gefeiert. Und da habe ich ungefähr 100 Personen aus der Vineyard Bern zum ersten Mal nach langer Zeit wieder gesehen. Und das ist einfach so was von speziell, sich nach Monaten wieder zu sehen, zu spüren, zu hören, auszutauschen. Und das ist natürlich auch im Gottesdienst möglich seit 2 Wochen. Heute ist der 3. Sonntag, wo wir auch live wieder miteinander Gottesdienst feiern können. Wir jetzt hier feiern aber virtuell zusammen. Und es ist gut zu wissen, dass Gott nicht an Räume gebunden ist, sondern uns dort begegnet und dort braucht, wo er uns hingestellt hat. Nämlich dort, wo du lebst, in deinem Umfeld. Und so ist es cool, auch dort zu Hause miteinander Gottesdienst zu feiern. Und wir steigen ein in diesen Gottesdienst mit der Zeit der Anbetung. Und wir haben uns gesagt, hey, wir möchten gleich einiges erfahren, wie es mit diesen Songs aussieht. Audiel, ihr habt gerade in dieser Zeit, eben in dieser Corona-Zeit, miteinander ein Album aufgenommen. Weswegen gerade jetzt? Ja, wir hatten eigentlich als Band schon lange den Wunsch, wieder ein Album aufzunehmen. Unser letztes Album war 2015 und wir wollten eigentlich wieder so ein Live-Album machen wie das letzte Mal. Und wir hatten irgendwie nie so richtig den Frieden darüber, dass es die richtige Zeit ist und so. Und Ende letztes Jahr hatten wir dann gesagt, ja doch, das machen wir doch. Im 2020 bringen wir ein Album raus, wieder so ein Live-Album und haben alles geplant. Wir hatten gedacht, dass wir dann an den Worship Nights der Vineyard Bern aufnehmen können und in den Gottesdiensten, dass es wieder so authentisch und live und so ist, so wie wir es uns gewohnt sind. Und als diese Corona-Zeit gekommen ist und alle Live-Events abgesagt wurden, dann hatten wir gedacht, ja, vielleicht ist es jetzt nicht dran, vielleicht ist es momentan ja irgendwie nicht dran. Und wir hatten ein bisschen gewartet und dann eines Tages ist Ruben auf uns zugekommen. Ihm als Fotograf wurden alle Shootings abgesagt und er hat dann gesagt, ja, aber Leute, wir machen doch ein Album im Bandraum. Wir können uns ja 1:1 treffen. Wir können ja völlig Corona-konform dieses Album aufnehmen. Und ich hätte Bock, das Producing zu übernehmen. Und dann haben wir diese Idee weitergesponnen, sehr schnell. Und haben dann gesagt, doch, das machen wir. Jetzt, wir haben alle auch freie Kalender und es ist möglich, dieses Ding zu planen und durchzuführen. Eigentlich so gut wie sonst nie. Und in dieser Zeit, ihr habt mir gesagt, diese Songs sind auch tragend, gerade in der Corona-Zeit. Also Songs, die wir schon in den vergangenen Monaten oft miteinander in der Anbetung gesungen haben, die uns jetzt gerade in dieser Zeit eben auch helfen. Wenn wir zu diesen Songs kommen, Simea, du hast erzählt, einer dieser Songs heißt Ich wott gse, ich will sehen. Was ist die Geschichte hinter diesem Song? Ja, genau.
Ich wollte sehen, dieser Song ist in einer Situation oder in einer Zeit entstanden, in der wirklich einige in meinem Umfeld, in meinem Umfeld irgendwie zu kämpfen hatten mit Angst, mit Sorgen, mit schlechten Gedanken, wie eine dunkle Wolke, die über sie gekommen ist. Und wirklich ausschlaggebend war dann ein Mittagessen mit einer Person und die erzählte mir von ihrem Alltag, von den Herausforderungen. Ja, und das hat wirklich mein Herz bewegt und ich wusste, wie jetzt muss ich beten, ich muss singen, ich muss irgendwie ja, zu Gott schreien. Und dann war ich auf dem Nachhauseweg und ich habe schon da proklamiert und gesagt, Jesus, du bist doch der, der heilt und es gibt niemanden, den du nicht heilen willst. Und ich will dich anbeten als Versorger, als der sorgt und unsere Sorgen kennt. Ja, genau. Und dann zu Hause ist dieser Song entstanden. Und ich wünsche mir wirklich, dass dieser Song Frieden bringen kann, wenn wir in den Herzen eng sind, wenn wir dieses Gefühl bekommen, dass wir das proklamieren können. Und zweitens auch wünsche ich mir, dass wir das über andere singen können, die vielleicht in dieser Zeit nicht die Kraft dazu haben, dass wir wirklich dort für sie einstehen können. Ja. Das ist eigentlich ein Fürbitte-Song für andere Menschen. Das ist richtig cool. Der zweite Song, der Sonne entgegen, Joel, der Sonne entgegen. Was ist die Geschichte hinter diesem Song? Die Geschichte dahinter ist eigentlich, also wenn man den Song singt, dann geht es am Anfang eigentlich darum, dass Gott immer mit uns ist und dass ich aber eigentlich an einem neuen Ort hinkommen möchte. Und ich betrete neues Land, ich setze die Segel neu und ich gehe der Sonne entgegen, ich fahre der Sonne entgegen und so. Eigentlich ist es das. Und dann im Refrain gibt es aber immer wieder diese Passage, ich komme aber zurück an den Ort, ich komme wieder zurück an den Ort, wo du bist, wo der Frieden ist und so weiter. Und in der Bridge wird das eigentlich dann aufgelöst, im Sinne von, auch wenn mein Kopf vergisst, wer du bist oder wie du genau bist, vergisst aber mein Herz eigentlich dich nie. Mein Herz erinnert sich irgendwie immer daran, wie Gottes Gegenwart ist. Und ich habe das so stark gemerkt, wenn ich für mich in einem Zimmer anbete. Wir hatten eine Auszeit 2016 und ich habe dort angebetet im Zimmer und das Gefühl war das gleiche wie an einer riesigen Konferenz oder irgendwo im Hauskreis oder so, überall da, wo Gottes Gegenwart ist, das Gefühl war irgendwie wie das gleiche und ich habe gemerkt, ja, irgendwie, mein Herz erinnert sich daran, an Gottes Gegenwart, an die Kraft der Gegenwart von Gott. Und das gibt uns den Mut, eben uns nach Neuem dann auch auszustrecken aus diesem Ort der Sicherheit. Sehr cool. Ja, und der dritte Song, Du bist mit mir, du bist mit mir. Erzähl mir etwas zu diesem Song, Ruben. Es ist eigentlich mega witzig entstanden, weil ich habe mich mit Sam Mühle getroffen, das ist ein enger Freund von mir. Und er hat erzählt, aus seiner Familie, wenn es Zoff unter den Kindern gab, irgendwie Streitereien und so, dann hat der Vater, Hans-Rudi Mühle, hat dann gesagt, wir sind füreinander und nicht gegeneinander. Also wir sind füreinander und nicht gegeneinander. Und das hat sich dann so eingebrennt bei mir, weil das ging mir nach, weil ich wusste, manchmal empfinde ich dasselbe über Gott, frage ich mich, ist er eigentlich gegen mich? Und ich denke, das kennen viele von uns, diese Frage, die man sich eigentlich fast nicht getraut zu denken, aber sie ist dann manchmal doch trotzdem da, wenn im Leben nicht alles rund läuft oder so. Und ich wollte ein Lied darüber schreiben, der einfach das proklamiert. Er ist immer da, mit mir und nicht gegen mich. Also ich will es auch konkret so aussprechen, nicht gegen mich. Und das Lied ist voll von solchen Proklamationen, dass er größer ist als alle Depressionen, größer ist als so vieles, was uns beschäftigt.
Jetzt, wir werden gleich mit diesem Song auch in die Anbetung einsteigen, aber zuvor noch, wenn ich jetzt zu Hause mit diesen Songs anbeten möchte, wie komme ich dazu? Also, wie kann ich die CD kaufen oder die Songs erhalten? Wir haben einerseits wirklich noch die physischen CDs gemacht. Also wer eine physische, wenn noch so einen CD-Player hat, kann diese kaufen auf audiel.ch bei uns auf der Bandseite. Oder natürlich auf allen Musikplattformen kann man es streamen oder anhören. Genau. Super. Und jetzt freue ich mich einfach mit euch zusammen, Gott anzubeten in diesem Gottesdienst heute. Yes. Ja, wir freuen uns auch mega, wieder anzubeten. Und genau, ich lade dich ein, dass du dich an einen Ort begibst, was dir gemütlich ist, wo du ablenkungsfrei anbeten kannst. Und vielleicht legst du das Handy auf die Seite oder so. Einfach, dass es dir wohl ist und dass du wirklich auch frei bist, dich zu bewegen. Es ist ja eigentlich eine einmalige Chance, dass wir uns bewegen können, wie wir uns wohlfühlen. Vielleicht wie du nur im Wohnzimmer oder so dich bewegen kannst oder willst. Genau. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst überall da, wo wir sind, dass du kommst an diesen Ort. Wir laden dich ein. Wir wollen, dass du mit uns bist. Wir proklamieren, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Wir proklamieren, dass du da bist. Wir proklamieren, dass unser Herz sich daran erinnert, wie du bist, wie deine Gegenwart ist. Und wir wünschen uns deine Gegenwart so stark. Und zwar nicht nur hier und jetzt, wo wir jetzt sind, sondern wir wünschen uns deine Gegenwart überall da, wo wir hingehen durch die Woche. Dass deine Gegenwart unsere Arbeit prägt, dass deine Gegenwart unser Lernen prägt, unsere Schule, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Freunde. Dass deine Gegenwart unsere Nachbarn prägt. Komm, Heiliger Geist. Ich lade dich ein, dich auszustrecken nach ihm und ihm auch in deinen Worten zu sagen, dass du ihn willkommen heißt. Thank you.
déjanté. Es gibt nichts, was du nicht siehst. Keine Sekunde in meinem Leben hast. Du wegschaust von mir und du kennst mich durch und durch. Alles an mir liegt offen. Ja, du kennst mich durch und durch. Alles an mir liegt offen von dir. Du bist mit mir und nicht gegen mich. Du kommst mit mir und du lässt mich nie los. Und ich bin mit dir und ich habe mich. Ich komme mit dir und ich lade dich nie los.
Ehre von dir gehört. Nicht nur von dir gehört. Wir haben dich erlebt. Nicht nur dich erlebt. Du lebst jetzt in uns. Und darum singen wir. Was wir sehen, wir wollen sehen, dass Berge tanzen. Ja, die Sterne hüpfen. Alle Menschen singen. Heilig, heilig bist du. Ja, wir sind noch bei Trost. Nicht nur bei Trost. Wir sind voller Freude. Nicht nur voller Freude. Wir sind voll von dir. Und darum singen wir, was wir sehen. Mit Weg sehen, das Berge tanzen. Ja, das wollen wir sehen. Und die Sterne hüpfen. Und alle Menschen singen. Just sing.
dein Name ist süß wie Honig, Herr, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich lieb dich. Dass du jetzt jedem, der in diesem Gottesdienst teilnimmt, dass du jetzt ihn einfach erfrischt. Ob er zu Hause ist, ob er draußen im Garten ist, unterwegs an diesem Gottesdienst teilnimmt, Heiliger Geist, komme du und erfrische du. Begegne uns. Amen. Es ist so schön, miteinander anzubeten, diese Gegenwart Gottes zu erfahren, sich auszustrecken nach ihm, der uns erfrischt, aber nicht nur der uns erfrischt, sondern wie in diesem Song, den sie mir vorgestellt hat, ich will sehen, zu wissen, er braucht uns, um anderen Menschen ein Segen zu sein. Gerade in dieser Zeit hat sich unser Auftrag nicht verändert, auch wenn vieles um uns herum sich bewegt, anders ist, gewöhnungsbedürftig ist. Unser Auftrag, unsere Sendung hat sich nicht verändert. Wir sind dazu berufen, Menschen ein Segen zu sein und das Reich Gottes sichtbar zu machen. Gott, der Menschen Freiheit schenken will, der Menschen dieses Fürsprechen geben will, zeigen will, wie sehr er sie liebt. Und das begeistert mich durch und durch. Du und ich, wir sind berufen, Hoffnungsträger zu sein. Und es war so ermutigend, diese Woche im Hauskreis zu hören, wie eine der Personen bei uns im Hauskreis erzählt hat, wie eine Freundin, für die sie gebetet hat, der sie letzte Woche begegnet ist, Jesus kennengelernt hat und sich Jesus zugewandt hat, wie ein neues Leben begonnen hat. Wir sind Hoffnungsträger. Und gleichzeitig auch im Hauskreis von einem Mann zu hören, der in den vergangenen Monaten nach Jahrzehnten frei von Drogen geworden ist, Jesus ist in seinem Leben, hat seine Kraft sichtbar gemacht und er hat
Er ist frei geworden von Dingen, die er jahrzehntelang mitgetragen hat. Und das ist diese frohe Botschaft, die wir haben. Jesus kommt und macht frei. Jesus kommt und gibt Menschen Wert und Würde. Du und ich, wir sind Hoffnungsträger. Wir haben eine frohe Botschaft. Und als Jesus vom Tode auferstanden ist, ist er mehrmals seinen Jüngern erschienen. Und er hat zu ihnen gesagt, als er sich ihnen gezeigt hat, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Evangelium heißt übersetzt so viel wie frohe Botschaft. Und das war ein Begriff der römischen Amtssprache. Damit war damals nicht irgendeine frohe Botschaft gemeint, sondern die Einsetzung eines neuen Kaisers oder der Sieg des Kaisers über eine fremde Armee. Also ein großes Geschehen ist in der römischen Welt, im römischen Reich. Und als die Schreiber des Neuen Testaments ausgerechnet diesen Begriff verwendet haben, um die Geschichte von Jesus zu beschreiben, da war das anstößig. Weil damit haben sie nämlich gesagt, hey, der wahre König ist nicht Cäsar, ist nicht der Kaiser, sondern Jesus. Er ist König. Und nicht der Kaiser hat irgendeine Armee besiegt, sondern Jesus hat alle Mächte und Gewalten, die Menschen gefangen halten und Menschen Leben rauben, besiegt. Er ist der wahre König. Und das ist unsere Botschaft, auch heute noch, auch in dieser Zeit. Und ich freue mich, dass diese Predigt heute von Webers, Simone und Tobias mitgestaltet wird. Simone und Tobias, ihr lebt seit einigen Jahren in Moldawien. Ihr wollt diese frohe Botschaft dort leben, mit Wort und Tat, ganz praktisch. Und baut dort ein modellhaftes Landwirtschaftsprojekt für eine nachhaltige und ganzheitliche Gesellschaftsentwicklung in Moldawien auf. Ein großer Traum. Und ich freue mich, dass ihr diese Predigt mit mir gestartet. Und Tobi, erklär doch zuerst gleich mal dieses Projekt Sarina. Worum geht es da eigentlich genau? Gerne. Genau, wir sind in Moldawien. Mari, du hast schon von Hoffnung gesprochen. Hoffnung, ein großes Thema in Moldawien, wo viele Leute keine Hoffnung haben. Wir geben viel Effort in den Bereich Landwirtschaft in unserem Dienst. Moldawien war traditionell landwirtschaftlich geprägt. In der Sowjetunion haben alle in der Landwirtschaft gearbeitet. Nach dem Zerfall hat sich das stark verändert. Da hat eine Zeit lang niemand mehr in der Landwirtschaft gearbeitet. Und jetzt ist es eigentlich so, dass diese großen Kollektivbetriebe von internationalen Agrarmultis abgelöst wurden, die jetzt das Land bewirtschaften, aber das in sozial und ökologisch sehr unnachhaltigem Stile. Also die haben große moderne Maschinen und geben eigentlich sehr wenig auch Arbeit zu den Leuten. Und das Land krankt daran, dass es keine Arbeitsplätze gibt. Wir von Sarina haben die Idee, dass wir ein anderes Landwirtschaftsmodell vorstellen bzw. aufzeigen mit den eigenen Modellbetrieben, was eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, eine Art Familienbetrieb aufzeigen soll, wo wirklich die Leute auch wieder von ihrem eigenen Land leben können. Und ein wichtiger Teil darin ist auch, dass dies auch ökologisch nachhaltig ist, dass wir biologisch nachhaltig produzieren, weil wir denken, es wichtig ist, auch wir als Christen haben ja diesen Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und sie nicht auszubeuten. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr nach Moldawien gegangen seid? Ja, es ist so, wir haben vor vielen Jahren, ich glaube im 2010 das erste Mal, haben wir einen Missionseinsatz nach Moldawien organisiert. Und wir haben dort eigentlich schon bei der zweiten Reise, hat wie Gott zu uns geredet, dass wir uns in Moldawien einfach investieren sollen. Und dass er uns viel gegeben hat, was wir in Moldawien einsetzen können, um dort Leuten zu begegnen, ihnen Hoffnung und Perspektive zu bringen. Genau. Und etwas, was wir jetzt gemerkt haben, in vor allem dieser letzten Zeit, ist, dass wirklich Hoffnung
fehlt in Moldawien. Und es ist nicht vor allem so, dass Leute die Hoffnung, ihre eigene Hoffnung verloren haben, weil sie haben gelernt, jeder schlägt sich irgendwie durch, aber sie haben die Hoffnung in die Gesellschaft, in die Politik, in das ganze Land verloren. Und Korruption ist ein großes Thema, die Struktur in Moldawien ist sehr schwach und es ist eigentlich sehr schwierig, sein Leben in Moldawien auch finanziell und sozial auf die Reihe zu kriegen. Und das ist eine große Herausforderung. Und weiter sind auch die Menschen geprägt von der Sowjetunion, wo jedem misstraut wurde. Das ganze System war auf Misstrauen aufgebaut. Und noch heute sehen viele Leute in ihrem Nächsten ein potenzieller Lügner und ein potenzieller Dieb. Und dort ecke ich dann manchmal an, weil ich ein sehr positiv denkender Mensch bin und eigentlich immer meinem Gegenüber zutraue, dass er ja ein guter Mensch ist und sicher das Beste will und ganz viel Gutes bewirken kann. Und ich bin ein sehr barmherziger Mensch. Ich sehe die Not und man muss sich vorstellen, Moldawien in seiner Geschichte, ihre Geschichte, dieses Land wurde immer hin und her geschoben. Es gehörte mal zu Rumänien, zur Türkei, zu Russland und in der Sowjetzeit wurden die Menschen einfach so wie ein Objekt vom einen zum anderen Ort portiert. Und so hat dieses Land, es ist wie ein Waisenkind, es hat gar keinen Wert und das sehe ich in den Menschen, wenn ich mit den Menschen rede. Sie sind wirklich, sie fühlen sich wertlos, sie wissen gar nicht, wer sie sind. Ihre Identität fällt von diesem Land. Und dort diese frohe Botschaft, diese Hoffnung in die Menschen zu sehen, zu sagen, das treibt mich an, das liebe ich. Es ist wie ein Schatz auszugraben. Also wir sind wie, ich sage immer, wir sind wie Schatzsucher oder Schatzgräber. Das Potenzial im Land, in den Menschen zu finden und sie dann zu ermutigen und dies freizusetzen, das liebe ich zu sehen. Hast du da ein konkretes Beispiel dazu, Simone? Ja, also sicher mehrere. Aber ein Beispiel gerade kommt mir in den Sinn, eine Frau, wirklich eine Powerfrau, meine ehemalige Mitbewohnerin, sie war wirklich so typisch, so eine Frau, ihre Ehe war am Kaputtgehen und sie war wirklich in diesem Opferdenken gefangen, ah, dieses Land, das ist für nichts und mein Ziel ist, so schnell wie möglich irgendwie auszuwandern, die Hoffnung, die Zukunft im Westen zu suchen und ja, einfach, es war alles für nichts. Und in diesem Jahr, als wir zusammen wohnten, konnte ich sie immer ermutigen und ich sah in ihr, sie hat so eine spezielle Begabung, Informationen zu sammeln und diese weiterzugeben. Und ich habe ihr gesagt, hey, du wärst so eine super Beraterin. Und irgendwie hat sich da in ihr etwas war gewachsen. Also sie hatte zwei Kinder, also sie hat zwei Kinder und sie hatte immer Mühe mit Stillen. Und so hatte sie natürlich einfach Informationen gesucht, weil das im Land kriegt man das nicht einfach so. Da gibt es keine Berater in diesem Bereich. Und so kam mir den Wunsch auf, sie möchte eine Stillberaterin werden und hat schon herausgesucht, wie man da eine Ausbildung machen kann, eine Online-Ausbildung von Russland. Und so konnten wir dann von unserem Projekt konnten wir sie unterstützen, diese Ausbildung durchzuführen. Und jetzt berät sie noch Frauen. Also sie verdient noch nichts. Das wäre der Wunsch, dass sie sich selbstständig machen könnte und dass wir sie da weiter unterstützen können, dass sie davon leben kann. Aber das ist wirklich sein Beispiel. Ja, ich kann vielleicht auch ein Beispiel sagen. Wir arbeiten ja sehr stark auch im Bereich Landwirtschaft. Und dort brauchst du nicht nur die smarten Leute, die dies können, sondern brauchst die mit Herz, die mit auch gerade im Bereich ökologischer Landwirtschaft brauchst du die Querdenker. Und die sind gar nicht so einfach zu finden und wenn du sie dann findest, sind es dann eben manchmal schräge Typen. Und da ist, ja, habe ich auch so eine Person, eine wunderbare Person, die sehr viel auch in unseren Projekten bewirkt und ist
diese Person, also er hat eine wirklich krasse Vision für biologischen Landbau. Er ist der erste in Moldawien, den ich gesehen habe, der das so konsequent umsetzen will. Und er ist super in dem, aber manchmal ist er auch echt schwierig, weil er dann stur ist oder weil er ein Querulant ist, weil er zwischenmenschliche Sachen nicht so gut auf die Reihe bringt. Und Hoffnung ist genau dort, einfach das zu sehen, was Gott auch sieht. Weil Gott hat uns gesehen, lange bevor wir ihn gesehen haben. Und er sieht gute Sachen in uns, auch wenn wir nichts oder die Gesellschaft nichts Gutes in uns drin sehen. Und da denke ich, das ist ein wichtiger Punkt der Hoffnung, das zu sehen in den Leuten, was die Gesellschaft nicht sieht. Weil es gibt immer tausend Gründe, warum der eine schlecht ist, warum der das nicht kann oder warum ich selber das nicht kann. Aber Hoffnung ist, das zu sehen, was Gott sieht in uns. Jetzt, das kennen wir alle, Menschen, die uns herausfordern in unserem Umfeld, und das ist gar nicht einfach, dann eben den Schatz zu sehen, wie du gesagt hast, Simone. Was hilft euch jetzt in Moldawien, in eurem Alltag, dann eben auch in herausfordernden Situationen, wenn du dem Querulanten begegnest, der weniger schönen Seite, eben den Schatz zu sehen im Menschen? Also mir hilft dieses Gebet. Jesus, ich will dorthin gehen, wo du hingehst. Ich will das sagen, was du sagst. Ich will das sehen, was du siehst. Bitte schenke mir deinen Blick. Und genau, so erlebe ich immer wieder, dass ich so durchströmt werde von einer Liebe, einer überwältigenden Liebe, die ich gar nicht fassen kann, die ich in Menschen sehe und so eben diese Schätze entdecke, die ich sehe. Du hast ein Beispiel erzählt, das du schon hier in der Schweiz erlebt hast, an einer vorherigen Arbeitsstelle, das hat mich auch berührt. Ja, genau, da kam mir in den Sinn, meine Abteilungsleiterin im Spital, es ging ihr wirklich nicht gut über längere Zeit und sie hat uns alle, das ganze Team, so kritisiert und es war so eine schlechte Stimmung im Team und es hat angefangen, jeder hat sich gegenseitig angefangen zu kritisieren und man wusste gar nicht mehr eigentlich was machen. Jeder hat einfach schlecht über sie geredet. Und da habe ich mich mal Zeit genommen und ihr einfach einen Brief geschrieben. Ich habe einfach Jesus gesagt, bitte schenk mir deine Sicht über diese Frau. Und habe ihr einfach Ermutigung und Gutes ausgesprochen und ihr dann diesen Brief geschickt. Und es war wirklich schön zu sehen, wie sie so ermutigt war und das dann die ganze Atmosphäre im Team verändert hat. Genau. Ja, genau, diese Perspektive zu gewinnen. Die Bibel sagt ja, wer sucht, der findet. Und was in der Bibel steht, ist ja bekanntlich hilfreich. Und wenn wir das Gute im Menschen suchen, dann werden wir es finden. Genauso, wenn wir das Schlechte suchen, werden wir es auch finden. Und dort ist es unsere Verantwortung, eine bewusste Entscheidung zu treffen, auf was wir uns konzentrieren wollen. Ein Bibelvers, der für mich persönlich sehr wichtig ist, ist Römer 12, 21, was heißt, lasst euch nicht vom Bösen besiegen oder überwinden, sondern überwindet das Böse mit dem Guten. Und eben, wenn wir das suchen oder das anschauen, was die Welt sieht, und das Schlechte und das nicht reicht, dann werden wir das sehen. Aber wenn wir das suchen und anschauen, was Gott sieht, dann wird das Gute, weil Gott hat so viel Gutes in jeden Menschen reingelegt, in jede Situation, in jedes Land, dann wird das Schlechte einfach übertrumpfen. Jetzt ist es eine Sache, das Gute in den Menschen zu sehen, den Schatz zu sehen im Menschen, Gott zu bitten, uns Augen zu schenken. Das andere ist es, wenn die Umstände wirklich herausfordernd sind. Und wenn ich an Moldawien denke, die wirtschaftliche Situation, die ist nun mal einfach sehr herausfordernd. Was hilft euch da? Wie macht ihr das in solchen Situationen? Genau, das Gute zu suchen, auch wenn die Umstände schwierig sind. Es ist so, wenn die Umstände gut sind, dann kann jeder Hoffnung haben. Das ist das Einfachste der Welt, das schafft jetzt wirklich jeder. Wenn die Umstände schwierig sind, dann kommt es darauf an, was ist deine Quelle, was ist deine Wurzel, ob du dann noch Hoffnung verbreiten kannst. Es gibt
in Rumänisch ein cooler Worship-Song, der sagt, Herr, ich will nicht mehr ein Thermometer sein, sondern mach mich zu einem Thermostaten. Und der Thermometer, der misst die Temperatur um uns herum. Der sagt quasi, ja, wie sind die Umstände? Der Thermostat hat die Funktion, dass er die Umstände beeinflusst, dass er warmes Wasser, jetzt im Fall von einer Heizung, warmes Wasser mit kaltem mischt, dass das herauskommt, was wir wollen. Und das ist auch wahr für unsere Sichtweise. Und wenn wir dem bewusst sind, dass eigentlich das Warmwasser Gottes Liebe, die wir haben, dass das unersättlich ist und wir das immer zumischen können in unserer Perspektive, in der Art, wie wir sehen, wie wir mit Menschen umgehen, dann können wir eben ganz, ganz viel bewirken, auch wenn die Umstände schlecht sind. Nicht, weil wir können, sondern weil er kann. Simone, du hast auch so ein gutes Beispiel geschildert in unser Vorbereitungsgespräch. Genau, wir hatten vor 2 Jahren hatten wir die Möglichkeit, ein Haus zu bauen, das viel zu groß war für uns alleine. Und hatten diesen Wunsch, ein gemeinschaftliches Wohnen durchzuführen und hatten unsere besten Freunde, eine Familie aus Moldawien, eingeladen, mit uns zu wohnen. Hat sehr schön angefangen und wir hatten dann noch eine zweite Familie eingeladen, mit uns zu wohnen, die eben eher eine instabile Situation, Ehefamiliensituation hatten. Und wir haben gedacht, wir können dann ihnen zusammen helfen. Und dann war die Ehe von unseren besten Freunden total auseinandergebrochen in dieser Zeit. Und es war noch, wir 3 Frauen waren gleichzeitig schwanger, ungeplant, das war irgendwie lustig. Aber die Situation war sehr schwierig. Es hatte Momente gegeben, da wirklich nur Tobi als einziger Mann mit uns 3 schwangeren Frauen und all diese kleinen Kinder zusammenlebten. Und das hat mich sehr, also hat uns, aber wahrscheinlich mich mehr, weil ich zu Hause war halt die ganze Zeit, sehr herausgefordert, überfordert, muss ich sagen. Und es hatte Momente gehabt, da ich habe mich einfach im Zimmer eingeschlossen, weil ich mich nicht der Situation stellen wollte. Und dort in dieser Hoffnungslosigkeit, halt auch Enttäuschung von dieser Vision, die wir eigentlich hatten, einfach auf Gott zu sehen, in seine Augen zu schauen, es hat mich wirklich getrieben zu ihm, weil ich selbst so hilflos war in dieser Situation. Genau. Und jetzt im Nachhinein denke ich, diese Situation, Wohnsituation hat 2 Ehe gerettet. Kann ich sagen, wirklich, die sind jetzt, die eine Familie, wunderschön unterwegs und wir wohnen immer noch zusammen. Und einfach Gott zu sehen, was Gott da gemacht hat, uns gebraucht hat. Hoffnungsträger sein, es so ermutigen. Wir haben wirklich eine frohe Botschaft. Jetzt, ihr wollt das ja nicht nur mit einzelnen Menschen, sondern eben auch gerade auf einer größeren Ebene wirtschaftlich für ein ganzes Land. Das ist ein etwas großer Traum, so Perspektive zu geben, Tobi. Ja, das ist ein großer Traum. Das ist auch nicht so einfach, weil unser Zarina-Modellfarmprojekt löst ja nicht alle strukturellen Probleme von einem ganzen Land. Und dort denke ich eben auch, eine Charakteristik von Hoffnung ist, dass man kleine Schritte geht, um große Probleme zu lösen. Und wir werden auch von der Bibel, vom Evangelium her ermutigt, als Jesus eine große Menge bei sich hatte und denen Essen geben wollte, beziehungsweise er sagte den Jüngern, ich sollte ihnen zu essen geben. Die hatten auch nicht genug. Es war ein großes Problem und sie hatten wenig Ressourcen. Und sie waren dennoch treu und haben das Wenige, das sie hatten, diese paar Brote und paar Fische, haben sie gegeben. Und Jesus hat das Seine dazu getan und es entstand ein großes Wunder. Und wir glauben wirklich, wir halten daran fest, auch gerade wenn wir uns engagieren in den strukturellen Problemen dieser Region Moldawien, dass das Kleine, was wir tun können, das ist, was wir tun sollen und dass Jesus das Seine dazu bringt und dass eben Großes entstehen kann. Und mir das auch so überlegt, wenn wir zu kleine Schritte machen, um menschlich gesehen große Resultate zu bringen, dann ist ja wie der Tisch gedeckt, dass Gott das Seine dazu tun kann. Und wenn wir alles schon so gut organisieren von unseren menschlichen Möglichkeiten, dass wir Gott eigentlich gar nicht brauchen würden, hat er vielleicht auch nicht so viel Motivation, Großes zu tun. Oder Raum eben wirken zu können. Genau. Hey, vielen herzlichen Dank. Wenn ich an dieses Predigtgespräch zurückdenke,
dann sind es drei Dinge, die mir eigentlich geblieben sind. Erstens, Hoffnungsträger zu sein, heißt, den Schatz in den Menschen zu sehen. Nicht beim Vordergründigen stehen zu bleiben, was jeder sehen kann, sondern eben zu sehen, Jesus zu bitten, zeig mir, was du in diesem Menschen siehst, Jesus. Das zweite, Thermostat zu sein und nicht Thermometer. Die Umgebung zu prägen. Und da möchte ich euch dann auch bitten, für diese Dinge für uns zu beten, denn das wollen wir. Wir wollen unser Umfeld positiv prägen. Und das Dritte, Tobias, das du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, Hoffnung heißt auch, kleine Schritte zu machen, um große Probleme zu lösen. Und uns eben auf die großen Dinge einzulassen, dort, wo Gott zu uns spricht. Dem Raum zu geben, dran zu bleiben, auch wenn es unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten übersteigt. Denn genau da hat Gott Raum. Da braucht es ihn, der da mit reinwirkt. Und ich möchte euch bitten, einfach hier für uns zu beten. Und wir als Menschen hier in der Schweiz, in der Vineyard Bern oder auch als Gast, der du bei uns hier reinschaust, genau diese drei Themen, wenn du das möchtest, dann öffne dich einfach jetzt. Bitte Gott, dich genau dort zu berühren, deine Augen zu öffnen für Menschen, dir dich zum Thermostaten zu machen in den Umständen, dass du nicht mehr von Umständen beeindruckt bist, als von dem, was Gott in dieser Situation tun möchte. Und drittens eben diese Bereitschaft, dran zu bleiben, wenn er gesprochen hat, auf seine Stimme zu hören, das zu packen und nicht mehr loszulassen. Auch an diesen Orten, wo es dich überfordert und du seine Kraft brauchst. Und danke, Tobias und Simone, dass ihr uns einfach an diesem Ort segnet. Jesus, danke, danke, dass du die Botschaft bist, dass du diese frohe, hoffnungsvolle Botschaft bist. Jesus, danke, dass du jetzt alle segnest, die hier zuhören. Ich segne euch mit diesem Blick auf Jesus. Und mit diesem Gebet, mit diesem Wunsch, hey Jesus, ich will dorthin gehen, wo du bist. Ich will mit deinen Augen sehen, meine Mitmenschen sehen, mein Umfeld sehen, meine Nation sehen. Und ich segne dich mit, dass du bist ein Licht, du machst einen Unterschied, du bist nicht ein Thermometer, du bist ein Thermostat. Ich segne dich, dass du auf den Himmel schauen kannst, aus himmlischer Perspektive, auf schwierige Situationen, auf deine schwierigen Situationen schauen kannst. Und ich segne dich mit dieser Treue im Kleinen, mit diesem Glauben und Vertrauen, im Kleinen treu zu sein. Und Gott macht es. Gott vollbringt es. Und Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe für uns unermesslich ist und dass du uns als deine Kinder Zugang zu dieser Ressource gegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass du jeder, der gerade jetzt dazuhört und zuschaut, einfach die Augen öffnest, wie groß dieser Schatz ist, wie groß diese Ressource ist und dass das einen Einfluss hat darauf, wie wir sehen, wie wir denken, wie wir handeln. Dass deine Liebe, das, was du für uns getan hast, dass das unsere Wurzel, unsere Quelle ist und dass wir jeder von uns so einfach Hoffnung in diese Welt hinaustragen können, dass wir Hoffnung vorleben, demonstrieren, bewusst machen können, dass andere Menschen Hoffnung empfinden können. Jesus, ich danke dir dafür. Danke, dass nicht wir es können, sondern dass du es kannst. Und dass du alles in uns hineingelegt hast, um Hoffnungsträger zu sein. Ich segne dich damit, ein Hoffnungsträger zu sein für deinen Ort, wo du gerade bist, für deine Familie, für deine Arbeitsstelle, für deine Community, für deine Schule, was auch immer. Du bist der, der die Hoffnung vom Himmel auf die Erde bringt. Amen. Amen. Vielen Dank, Tobias und Simone. Es ist so gut zu wissen, dass wir an der Quelle der Hoffnung anzapfen können. Und damit sind wir auch schon beinahe wieder am Ende dieses Gottesdienstes. Wir kommen zur Kollekte. Die führen wir jedes Mal durch in den Gottesdiensten, weil es eigentlich ein Ausdruck von Anbetung auch ist, wo wir sagen, Jesus, wir geben das, was du uns gegeben hast und teilen es mit anderen. Und damit wird die,
die Gaben, die wir zusammenleben, immer ein Ausdruck der Anbetung. Und als Vineyard Bern sind wir sehr dankbar für dein Mittragen, dein Mitdenken, deine finanzielle Beteiligung. Gerade die Kollekten in den Gottesdiensten helfen uns auch, den kultischen Teil abzudecken. Und deswegen ist das für uns wirklich sehr wichtig. Vielen herzlichen Dank. Du hast die Möglichkeit, sowohl online zu spenden oder aber eben auch mit Twint. Dazu wird jetzt eine Folie eingeblendet, die auch nach dem Gottesdienst noch einmal eingeblendet wird, wenn es zu schnell gehen sollte. Ja, und dann freuen wir uns, wenn wir die Kollekte zusammenlegen, freuen wir uns über deinen Besuch, gerade wenn du zum ersten Mal einen Gottesdienst der Vineyard Bern in dieser Form besucht hast. Wir haben dir ein Geschenk, wir möchten dich kennenlernen und deswegen bitten wir dich, dich doch bei uns zu melden unter der angegebenen E-Mail, dass wir dir dieses virtuelle Geschenk, dieses digitale Geschenk zusenden können. Und wir sind gerne bereit, dir auch Fragen zu beantworten, wenn du Fragen zum Glauben hast, Fragen über Gott oder eben auch die Vineyard Bern kennenlernen möchtest, dann darfst du dich vertrauensvoll an uns wenden. Ja, soweit, so gut. Wir kommen gleich noch zu einem Videobeitrag. Nach den Sommerferien werden die Kleingruppen nach Maß wieder beginnen, wenn es denn möglich ist. Und da weist im Moment alles darauf hin. Und diese Kleingruppen nach Maß sind immer eine gute Möglichkeit, Gemeinschaft zu pflegen, Menschen kennenzulernen und auch im Glauben zu wachsen. Und deswegen kommt jetzt hier dieser einleitende Clip, der dir über die Sommerferien hindurch auch die Möglichkeit gibt, dir zu überlegen, wo du eine solche Kleingruppe nach Maß anbieten könntest. Hast du genug vom Alleinsein? Starte eine Kleingruppe nach Maß und erlebe Gemeinschaft. Ich freue mich schon auf die Kleingruppen nach Maß, die nach den Sommerferien beginnen werden. Zuerst aber beginnt morgen die Maskenpflicht auch bei uns hier in der Schweiz. Ich war letzte Woche in Berlin, da war es ganz natürlich, dass jeder eine Maske getragen hat. Das ist bei uns noch nicht so, aber ab morgen darfst auch du im öffentlichen Verkehr eine Schutzmaske tragen. Jetzt nach dem Gottesdienst, gleich nach dem Schlusssegen, wird Campari Moretti drei dieser Alltagsgegenstände, die uns begleiten zurzeit, die Schutzmaske, das Plexiglas und natürlich auch die Desinfektionssprays uns näher bringen. Es wird ein toller Schlusspunkt. Bleibe doch unbedingt noch dran, um das auch noch zu sehen. Und damit kommen wir doch zum Schlusssegen. Ich sende dich in diese Woche mit dem Wissen, dass du eine gute Botschaft hast. Mit dem Wissen, dass Jesus der König ist, der alle Machten und Gewalten besiegt hat. Und dass wir diese frohe Botschaft, diese gute Botschaft, die Freiheit bringt, in die Welt, in unser Umfeld hineintragen können. Du bist dazu bestimmt, Thermostat zu sein und nicht Thermometer. Und ich segne dich mit seiner Gegenwart, mit einem weichen Herzen und offenen Ohren, um zu sehen und zu hören, wo er durch dich Menschen begegnen und Freiheit bringen will. Amen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und vergiss nicht, morgen die Maske zu tragen. Bye-bye.
Scheibe, die Welt ist doch rund und nicht flach. Sie dreht sich. Ja, und ich? Ich drehte mich selten, höchstens mal um die eigene Achse. Ohne Fleiß kein Preis. Damals, also ich rede von vor Corona, da war ich nur bekannt als durchsichtige Alternative für Wellblech. Im Baumarkt handelte man mich als festere Abdeckplane. Meinen Brüdern und Schwestern von der Glasfraktion ging es nicht besser. Manchmal pappten sie so schwarze Vogelattrappen als Aufkleber, habt ihr bestimmt schon gesehen, auf sie. Man wählte eher mich, weil ich etwas weicher als Glas war. Wenn man fälschlich annahm, ich sei gänzlich durchsichtig, dann krachte es bei mir eben nicht so bei Zusammenstößen. Meine Hauptauftritte hatte ich in Schrebergärten als Zaun mit Durchsicht oder auf irgendwelchen abgefuckten Beeten auf selbigem Terrain. Reduziert auf Funktion und Form, Farbe trüb bis Fehlanzeige. Das war auch gut so. Aber das waren sie eigentlich schon, die Gründe, warum man mich aussuchte. Niemand nahm groß Notiz von mir, aber so fiel ich wenigstens nicht negativ auf. Ehrlich, wem würde so ein Dasein nicht stinken? Aber als hätte Gott meine Frustration und meinen Unmut gehört. Der große Gamechanger, plötzlich Corona. Von einem Tag zum anderen hat mein ganzes Dasein eine ungeheure Wertschätzung und Legitimation erhalten. Die Leute denken nun, ich beschütze sie. Viren prallen an mir ab, Mann. Ich bin nun in vielen Geschäften daheim, bin jetzt Schnittstelle. Verstehst du, richtige Schnittstelle? Ja, so wichtig wie eine Zubringerstraße, Zahnseide oder ein Velohelm. Jetzt zwischen Kunden und Verkäufern, ohne mich läuft quasi gar nichts mehr. Bin jetzt Ermöglicher, neudeutsch Enabler der Wertschöpfungskette im Handel. Ohne mich keine Geschäfte, kein Verkauf und kein BIP. Nicht nur das, auch mein Eigenpreis ist seit Corona in die Höhe geschnellt. Eine Zeit lang sah es so aus, als könnte man sich mich kaum mehr leisten. Ich jedenfalls bin die Plexiglasscheibe. Bei Fragen nicht an mich, sondern an den Verkäufer im Obi. 2019 BC, bevor Corona. Ich war der treue Begleiter von Zahnärzten, Chirurgen und Operationsassistenzen. Aussehen eher bieder und unauffällig. Türkisgrün, aber zweckmäßig. Es gab mich im Überfluss. Ich war ja der Typ Verbrauchsmaterial. 0815, the girl next door. Nicht so salonfähig wie ein Zahnstocher. Eher etwas für Spezialisten. Der Preis pro Stück unterirdisch lächerlich. Wenn ich Gefühle hätte, würde ich das persönlich nehmen. Mein Leben war sehr kurz. Ich habe zwar alles gesehen, offene Brustkörbe, hässliche Zahnstellungen. Egal was für Wetter war, ich wurde immer nass. Durch die lauwarme Atmung des Menschen und der meist feuchten Aussprache. Danach verschwand ich im Mülleimer. Jetzt, liebe Leute, jetzt bin ich das pure Gold unter den Gesichtsverschleierungen. Corona make it happen. Bad Face Day, no problem. Ich bin da. Du willst die anderen um dich beschützen? Ich bin da. Gestern im Kreissaal, heute im Saal ITRAM. Oder eben ÖV, Zug, Bus, du weißt Bescheid. Es gibt mich in allen Variationen. Fashion Week Milano, ich bin der Star. Fußballclubs, Firmenlogos, auf mir hat alles Platz. Ich bin das Aushängeschild schlechthin. Mein schlechtes Vorbild war immer die Maske von Sido. Aber die ist nicht mehr. Wie die feuchte Aussprache in der Gesellschaft. Ich kann den Sommer kaum erwarten. Wie ich den Influencerinnen da draußen abwechslungsweise mal die Tanning Lines im Gesicht gebe. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich bin gefragter als ein Veloheld. Ja, ich bin beinahe wertvoller als dieses kloppige Teil. Mein Marktwert explodierte förmlich im Mai. Zeitweise war das Stück mehr wert als ein Nackenkissen für den Flieger am Flughafen. No matter what. Shooting Star Who? It's me. Face Mask. Schutzmaske. Henry Maske, brauchst du was? Follow me on Insta and get you free Schutzmaske, Henry. Wahnsinn, Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich innerhalb der letzten 365 Tage erlebt habe. Kennt ihr die amerikanische Tellerwäscherkarriere? Vom unbedeutenden Lauch zum Star? Genauso. Nein, was rede ich? Noch signifikant besser war mein Aufstieg. Im letzten Jahr hat man die Teller noch mit Spülmittel gewaschen und auf den Toiletten war mein härtester Konkurrent die Kernseife. Ich war eher Nische. Pflegefachfrauen-Darling. Mehr nicht. Es war eine trostlose, nahezu brotlose Zeit für mich.
Meine Frau, also das Desinfektionsmittel mit Lavendelduft und ich, dachten bereits ans Demissionieren, aufgeben, fertig, finito, lavare, lemani. Bis mich Bitcoin via TikTok kontaktierte. Er hatte eine Prophetie für mich auf Lager, dass ich sehr bald Everybody's Darling werden würde und mir bereits Liegenschaften in Dagobert Ducks Nachbarschaft in Entenhausen angucken sollte. Wow, was für eine Verheißung. Was würde wohl Bargeld dazu sagen? Per Twitter habe ich das ausgecheckt. Bargeld war aus dem Häuschen und sagte, Bruder, ich brauche dich mehr denn je, sonst bin ich bald Geschichte. Kinder von Tinder. Ja, sorry, Kringles reimt sich nicht auf Kinder. Junggebliebene Silver Surfer und passionierte Midlife Chrysler. Es war wirklich crazy. Ich war innerhalb von wenigen Stunden komplett ausverkauft. Noch vor dem Klugscheißer Toilettenpapier und dem Gastarbeiter Dosenravioli. Ich war im Schaufensterlicht. Ich war gefragter als alles andere auf der Welt. Sogar im Internet wurde ich zu verrücktesten Preisen freigeboten. Auf der Straße habe ich Tauschgeschäfte gesehen. 50 Milliliter Lavendel-Desinfektionsmittel gegen ein neues iPhone 11 Pro. Krass, nicht? Tja, ich weiß. Meine Homies Gin und Wodka sind zurückgestanden, damit ich die neue Number One der Gesellschaft, Tag und Nacht gebrannt, also produziert werden konnte. Corona hatte nicht nur Angst vor Chuck Norris, sondern auch vor mir. Badass Desinfektionsmittel. Ich will hier nicht arrogant wirken, aber ich war viel beliebter und natürlich wichtiger als die anderen Wannabe-Shooting-Stars wie Plexiglas oder Schutzmaske. Gnädige Stadt zeigt Frieden fürst. Güte fließt einfach so aus dir, ewiger Vater. Steht von ihr.
es bringt mich gäng so nöch zu dir.